Gut, und dann gebe ich gleich mal weiter an unseren ersten Redner, an den David. Ja, Autofokus. Hallo Freunde, ich setze mich wieder mal hin in gewohnter Manier, um nicht belehrend zu wirken. Ich trage euch jetzt einen Text vor, den habe ich in Facebook gefunden, also ich habe ihn nicht verfasst, aber ich habe den Autor gefragt, ob ich das darf, und er hat gesagt, sehr gerne sogar, dafür hat er ihn geschrieben. Es geht darum, was die Stärken dieser Mahnwache sind. Und wieder mal vorab, ich distanziere mich von jeglichem rechtsextremen, linksextremen, faschistoidem oder antisemitischen Gedankengut und Gewalt in jeglicher Form. Damit habe ich nichts zu tun, ich bin von keiner Organisation, Gruppe oder Partei, meine Nationalität ist Mensch. Die große Stärke der Mahnwachen, eine Botschaft an alle Menschen. Warum auf eine Demo gehen? Was bringt denn das? Diese absolut berechtigte Frage hört man dieser Tags ziemlich oft. Doch man kann diese Frage auch ganz sachlich und simpel beantworten. Dies möchte ich nun einmal versuchen. Meine Gedanken dazu äußern, um diejenigen, die noch nicht hier sind, zu inspirieren. Es reicht eigentlich aus, einen ganz simplen Sachverhalt darzulegen, der mit einer anderen Frage beginnt. Was unterscheidet die jetzigen Mahnwachen von früheren Demos und Bewegungen? Diese Frage ist leicht zu beantworten. Wir sind anders, weil wir viele verschiedene Themen unter einem großen Dach vereinen, anstatt uns nur auf eines von vielen zu fokussieren. Unter dem Dach der Mahnwache finden viele verschiedene Meinungen, Probleme, Gedanken, Emotionen, Wünsche, Ideen und Lösungsansätze friedlich zueinander. Das ist unsere große Stärke. Unsere Vielfalt ist unsere Stärke. Sowas gab es vorher noch nicht. Die Anti-Atom-Bewegung spricht sich gegen Atomstrom aus. Die Hartz-IV-Montags-Demo geht gegen Hartz-IV auf die Straße. Die Castor-Proteste empören sich über die Endlagerung von Atommüll. Die Occupy-Bewegung machte sich stark gegen die Hochfinanz und ihre Auswüchse. Und die Anti-Monsanto-Demos fordern gute, gesunde Lebensmittel. Was alle diese Bewegungen gemeinsam haben oder hatten, das ist, dass sie sich auf ein Thema beschränken und somit leider nur einen Teil der Bevölkerung ansprechen. Ich möchte das keineswegs schlecht reden. Es geht mir lediglich um das sachliche Aufzeigen eines Unterschiedes. Jede dieser Bewegungen und Demonstrationen ist für sich genommen absolut wichtig und wertvoll, spricht jedoch, wie schon gesagt, immer nur eine bestimmte Zielgruppe und Thema an. Jemand, der finanziell noch im sicheren Sattel sitzt oder sich noch irgendwie mit aufgesetzten Scheuklappen auf dem absurden Arbeitsmarkt durchboxt, wird sich nicht für das perverse, menschenfeindliche Thema Hartz-IV interessieren. Jemand, dem es einfach noch nicht egal ist, woher sein Strom kommt und welche Neben- und Nachwirkungen Atomkraft hat, wird sich nicht an einer Anti-Atom-Bewegung beteiligen und dem sind auch die Castor-Transporte völlig egal. Jemand, der das Wirtschafts- und Finanzsystem mit all seinen kranken, perversen Auswüchsen nicht einmal ansatzweise verstanden hat, wird sich nicht im geringsten für Occupy interessieren. Jemand, der sich nie kritisch mit Lebensmitteln, Konsumverhalten oder Genmanipulation auseinandergesetzt hat, jemand, dem es vielleicht scheißegal ist, was er frisst, wird sich nicht gegen Monsanto oder TTIP stark machen. Unsere größte Stärke ist, dass wir alle wichtigen Themen vereinen, denn wir stellen die Systemfrage. Und die Systemfrage stellen bedeutet, alles, was schief läuft, beim Namen nennen. Es bedeutet, dass man sich insgesamt eine bessere Welt wünscht und nicht mehr länger nur hier und da ein paar Stellschrauben nachjustieren will. Wir gehen auf die Straße für eine gute, gerechte, schöne, friedliche und lebenswerte Welt. Und auf dem langen, steinigen Weg in diese neue Welt kommen wir eben nicht umhin, alles anzusprechen, was nicht in Ordnung ist. Wir können und dürfen nicht länger auf einzelne Themen beschränken, sondern müssen uns der Gesamtheit und der Vielfalt öffnen, wenn wir die Welt verändern wollen. Das macht die Mahnwachen aus, das unterscheidet uns, das ist unsere Stärke. Hier kommt alles zur Sprache, so viele Themen, Pressefreiheit, Geldsystem, Zinskritik, regionale und internationale Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, echte Bildung, nachhaltige Gesundheit, alternative Energieversorgung, alternative Medien. Alternative Medizin, Gewalt, Krieg, Faschismus, Souveränität, Freiheit, Autarkie, Verantwortung, innerer Frieden, Arbeitsbegriff, Ausbeutung, Zwangsarbeit, Sklaverei, Welthunger, Tierschutz, Gleichberechtigung, Konsumverhalten, Umweltschutz, Toleranz, Nächstenliebe, ein neues Miteinander, Vertrauen, Loyalität, Solidarität, Ehrlichkeit, Einklang, Zensur und Freiheit, Manipulation und Spaltung, Korruption und Diplomatie und. Die Palette an Themen ist schier unerschöpflich, doch die Besucher der Mahnwachen stellen sich all diesen Themen und da ist für jeden was dabei. Und das ist unsere große Stärke, jeder kann sich einbringen. Jeder Einzelne, der jetzt noch zweifelt, kann auf den Mahnwachen für den Frieden einstehen, was ihm lieb und wichtig ist. Keiner muss sich mehr alleine oder in kleinen Randgruppen abmühen, nur um irgendwann zu dem Ergebnis zu kommen, dass man doch nichts bewegt. Nein, diese Ära ist vorbei. Es ist an der Zeit, alle Kräfte zu bündeln und gemeinsam in eine bessere Welt für alle gehen zu können. Das ist unsere größte Stärke, österreichweit, europaweit und womöglich in naher Zukunft sogar weltweit. Und diese Erkenntnis beantwortet zumindest mir die eingangs gestellte Frage, warum auf eine Demo gehen? Was bringt denn das? Abschließend möchte ich mit einem Gedanken, der euch hoffentlich alle inspiriert, ermutigen. Ich glaube, man muss sich diese Frage heute anders stellen. Anstatt zu fragen, warum auf eine Mahnwache gehen, was bringt denn das? Sollen wir uns die Frage stellen, warum denn nicht auf eine Mahnwache gehen, was bringt denn das? Danke. Danke, David.